Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns, wie man schon sieht, von Kobi aus der Maserati-Serie von ihm, ja offiziell lizenziert, den Grand Cabrio Sport an. Ja, das Modell hat eine Scale von 1 zu 35, okay. Ich habe es bei Blue gekauft, es kostet da 12,95 € für 102 Teile. Ja, aber das viele große Formteile und Drücke. Finde ich es okay. Das ist ja wie bei den Speed Champions von Lego, 15 Euro. Da sind meistens nur knapp 200 Teile, aber dafür halt als Aufkleber. Hier oben nochmal, ja, so eine Stolz, dass man das hier lizenziert gegeben hat. Made in EU, alles in Polen hergestellt. Nochmal dazu gesagt. Andere Seite, ja, ich hab's schon aufgerissen. Hier sieht man nur nochmal, wie groß das Cabrio ist aus Noppenstein. Kann sich mal angucken. Von hinten sieht man nochmal das Auto. Von hinten. Von vorne sieht man von vorne, von hinten, von hinten. Coole Idee. Nochmal so ein paar Angaben auf 105 Sekunden. Ist jetzt nicht das krasseste. KM. Keine Ahnung, was das für eine Angabe ist. Könnte aber PS sein, könnte ich hinkommen. So krass sind die manchmal nicht. Max-Speed 281 ist ein V8. Könnte ich damit ganz geilen Klang haben. Nur, eigentlich, das Maserati gefällt mir eigentlich vom Design nicht so. Deswegen glaube ich, wird das war das einzigste Kobi-Auto bleiben bei mir. Nicht mal das Schlechteste. Das keineswegs, nur weil Maserati nicht so mein Auto sind und die Youngtimer-Serie ist jetzt auch nicht so mein Traum. Aber das finde ich ganz schick. Habe ich mir dann geholt. Ich würde sagen, ich nehme mal die Anleitung und dann gucken wir uns die an. Hier ist sie. Ist dünn, Klammer gebunden, sind ja auch noch 100 Teile. Bei Lego wäre es trotzdem eine 100 Seiten lange Anleitung. Hier sind es. Aber gehen wir erstmal durch. Anleitung. Weil Kobi kennt man ja die Anleitung. Kennen die meisten, glaube ich. Sie gucken. Nicht, weil ich Kobi gemacht habe, aber weil sich da mal den Doppelstein aus. Man baut hier und dann wird es ausgegraut. Also weiß gemacht und dann sind nur noch die neuen Steine, die man drauf setzt. Farbig, wer es mag. Ich mag lieber, wenn es in Farbe noch sieht. Dass es nur matter wird. Das ist, glaube ich, so das Beste. Hier sieht man, wird nebeneinander gelassen. Das gefällt mir nicht so, aber es ist nur am Anfang hier so. Hier sind 4 Steps pro Seite. Nachher sind es dann einer nur, wenn das Auto fertig ist. Die Reifen sind interessant. Aber irgendwie fühlen sie sich sehr billig an, wie sie gemacht sind. Na, 26 Bausteps auf. Gibt es keine Seitenzahl, ne? Ja. Aber 26 Bausteps. Hier sieht man ein bisschen von der Youngtimer-Serie. Weiß jetzt nicht so. Finde ich im Fiat ganz cool, aber ich glaube, ich werde mich nicht holen. Ein paar so Maseratis. Ist Geschmackssache. Aber ich würde sagen, wir holen dann mal das Modell rein. Es gab keine Ersatzteile, war genau abgezählt. Aber hier das Modell. Wenn man erstmal so drauf guckt und nicht so sehr ins Interieur guckt, merkt man gleich, dass unbedingt Noppensteine sind, weil. Oh, ein Stopp hier drauf. Da sind Noppensteine, weil es halt durch die Spezialteile sehr glatt außen ist. Sehr, sehr glatt. Gucken wir uns nochmal an. Hier vorne, ja, ist schön geformt, dadurch, dass es Formteile sind. Hier, das würde man für viele Maseratis nutzen können, aber sonst halt kannst du es nicht als was anderes benutzen. Der Spiegel ist ganz cool. Ich nehme gleich mal alle ab, dann können wir es mal genau angucken. Sind cool gemacht. Ich finde auch schön gemacht hier drin. Ja, hier ist das Lenkrad, okay. Ein bisschen Armaturenbretter vorne. Schön gemacht, wie hier die Kopfstützen gemacht sind. Sitzen finde ich coole Idee. Da passen keine zwei Minifiguren nebeneinander rein. Das ist einem hoffentlich bewusst. Hier sind auch nochmal schön gemacht die Sitze. Hätte auch vielleicht einen Sitz dran sitzen können, aber das glaube ich nicht geklappt, weil das sehr massiv auch unten ist. Das Ding ist sowieso sehr massiv gebaut. So wirklich sagen, das ist auch sehr stabil. Wir können auch einen Drop-Test machen. Sollte überstehen. Von hinten, ja, das kann man auch für Maseratis benutzen, weil das andere ist halt nichts. Ja. Aber es ist alles, was man hier sieht, an Aufkleber bedruckt. Hier auch das sind Drucke. Also, guckt es euch mal an. Wenn es euch gefällt, das Auto, kauft es euch. Sieht hier ein bisschen Spaltmaß. Ja, da sieht man hier den Angriffspunkt. Wenn ich den Block andersrum setzen müssen, dann wäre der weg. Aber man hat immer diese kleinen einzelnen Noppe da, also nicht Noppe, aber diesen Lipsel da. Ja, muss man richtig ausrichten. Ich habe es auch nicht hinbekommen, hier sieht man es auf den Plates noch. Aber ist ja weniger dramatisch. Wenn wir uns jetzt alle Spezialteile angucken wollen, zum Vergleich zu einem Lego-Set, das ist Blublix, habt ihr ja schon gesehen, kommt noch, kommt nicht. Gucken wir uns mal die Spezialteile von hinten an. Das ist die Motorhaube. Nein, die Stoßstange. Hier das. Der Kühlergrill ist eingesetzt. Ja, schönes Teil, kann man halt auch für nichts anderes nutzen. Wird dann halt immer hier so auf ein bisschen Baurüstung und Umkehrungssteine gesetzt und dann passt das. Einmal die Mot die Windschutzscheibe. Schönes Teil.
Dann die Motorhaube. Oh, achso, ja, dann nehmen wir das mit. Schön gesprochen. Form für einen Sportwagen. Oh, mit den Lichtern voll dran. Aber wirklich cooles Teil sind hier die Spiegel. Das machen so, da hat man dazu noch hier so ein rundes, wo man die durchpacken kann. Richtig cool gebaut, finde ich. Richtig cool. Sieht man schon, wenn man die Formteile abnimmt. Ich sehe nicht mehr so viel übrig vom Auto. Das hier ist auch Sonderteil von Kobi. Hier die, das kleine gerundete Sonderteil von Kobi. Und hier dann nochmal das Heck. Schön, wie man so draufsetzt, dass es das einmal komplett umschließt. Die Teile sind gut gemacht. Man merkt halt, wo Kobi herkommt, er ist Modellbau. Da kommen sie halt her zu den Noppenstein. Aber ja, noch zu den Reifen einmal. Man merkt, ja, kriegt sie schon gar nicht ab. Ist halt Kobi einmal zusammen, immer zusammen. Sind halt nur so dünne Reifen, das wirkt auch nicht wirklich hochwertig. Wobei Kobi ansonsten halt sehr hochwertig sind. Die Steine sitzen bombenfest. Also, das ist 1 zu 1 Lego-Niveau. Kobi ist da nicht hinterher. Aber ja, Spaltmeisen sind mini. Ach, die sind auch top eigentlich. Nur die Anguspunkte sind halt noch. Die sieht man in Lego auch, aber noch ein bisschen weniger als bei Kobi. Ja, wenn ich das Ding jetzt bewerten müsste, der Preis mit 12 Euro ist natürlich nicht ganz günstig für 100 Teile. Aber wenn man das vergleicht mit der Konkurrenz, die auf dem Markt ist, Lego, sind dann die Speedchains für 15 Euro ungefähr gleiche Größe. Ich glaube, sie sind nicht ganz so breit, die Speedchains. Ich habe gerade keinen Vergleich hier. Kann man auch nicht nochmal erstellen. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Das ist Modell und das andere ist aus Noppenstein wirklich gebaut. Von daher ist der Preis okay, aber dann gibt es von Sloopern ja noch die. Ich weiß, die sind ja nicht ganz legal meistens, weil sie nicht die Lizenz haben. Hier ist Lizenz, das ist Lizenzprodukt. Ist okay für 12 Euro. Also 13 Euro ist ja 12,95 Euro. Würde Kaufempfehlung sagen, wenn einem das Auto gefällt, dann ist es absolute Kaufempfehlung. Wenn es einem nicht gefällt, dann ist es keine Kaufempfehlung, natürlich. Aber wenn euch das gefällt, 12 Euro finde ich ein guter Preis dafür. Ja, das Ding ist in 10 Minuten aufgebaut oder so, aber man hat seinen Spaß beim Bauen, weil es auch wirklich massiv ist. Du baust wirklich. Fühlt sich gut an beim Bauen. Ah, hier sind ein paar Noppen schief, aber das. Und das sitzt bombenfest. Ah, Drop-Test. Das ist jetzt mal, das sind glaube ich 20 cm. Passiert nichts, das fällt um und es liegt da. Das ist bombenfest. Man kann natürlich, wenn man es so ein bisschen biegt hier hinten, weil hier ist nur über die Noppen da oben lang geht. Und innen drin ein bisschen. Da ist es ganz stabil, aber es ist auch zum Spielbetrieb top geeignet, die ganzen Kurbi-Sachen. Vor allem die Autos, Panzer weiß ich nicht, ob man es überhaupt Kindern geben sollte, wie stabil die sind. Hatte ich noch nicht. Kommt vielleicht in ferner Zukunft auch mal von Kobi. Das war ein Einblick in Kobi für mich. Gute Marke. Dann sehen wir uns im nächsten Video mit einem Star Wars Set. Bis dahin, ciao.